Moin zusammen, jetzt geht es wieder ab nach Sunny Meadows mit dem Challenge Mode, weil das wird die Abschlussrunde vom Stream. Und ja, mal gucken, wie es wird. Firelight for. Wenn du willst, kannst du das Geisterfoto machen, weil du ja, glaube ich, noch mehr brauchst für die Weekly, ne? Ja, hörst du mich? Ich weiß nicht. Natürlich höre ich dich nicht. Ja, ich habe 11, glaube ich. Dann kannst du das Foto jetzt gleich machen, weil ich habe das ja von dem Wraith vorhin bekommen. Dadurch ist ja meine Daily schon erledigt. Ups, sorry, YouTube. Wir bereiten kurz vor und dann geht's rein da. Okay, ja. Dann 3, 2, 1, rein da. So. Ricky ist direkt hier. Okay, er fragt ja ihn damit noch. Dann müssen wir hier auch nichts suchen. Stell dir vor, wir haben jetzt wieder einen Wraith. Das wäre cool. So, die stellen wir auch mal direkt hier hin, weil er muss die ja ausrüsten. Ich bringe den Spiegel immer als letztes. Ist ein bisschen kontraproduktiv, aber egal. Hast du den Spiegel? Ja, ja. Okay. Oh, was ist das? Das ist Hospital oder Restricted Wing? Ich glaube eher Hospital Wing. Hospital Wing. Ich weiß nur nicht, welcher Raum. Ich habe jetzt extra was länger hingeschaut. Ich muss nur gucken, dass meine Sanity jetzt nicht am Arsch ist. Stores haben wir mehrere. Okay, ich nehme einmal Sanity, nur zur Sicherheit. Okay, ich gehe mal unten im Hospital Wing gucken, wo er ist. Leinen, ja, das ist hinten in dem Courtyard Hallway in der Nähe, wo die Kiste ist. So, Hospital Wing ist, wenn man hier runter geht und dann hier links, das ist der Hospital Wing. Erkennt ihr, ich kann ja mal gleich Licht hier anmachen, erkennt ihr an diesen Wänden, dieses Muster hier, das habe ich gerade im Spiegel gesehen. Okay, aber der Knochen ist hier nicht. Das könnte auch der Storage hier sein, Basement Storage, falls er das nicht richtig gelesen hat. Gucken wir mal kurz. Nee, hier ist er nicht. Nee, hier ist der Knochen nicht. Nee, da gibt's auch noch diesen, hier nicht Klamottenstore, sondern, wie heißt das? Für Essen da, diese zwei Räume. Neben der Küche. Ist das hier der Gast? Ich lasse die mal einfach hier in der Mitte stehen. Gucken wir einfach mal hier nach den Temperaturen. Oh, Tür! Welche Tür? Die hier? Yep. Hello, Ghosty. Wir wissen ja noch nicht, was es ist. Deshalb nehme ich als erstes immer einen Putzi-Putzi da rein. Ach, die Räume sind das, wo die Kürbisse drin sind. Ja, und der Käse und so, glaube ich, ist da auch drin. Okay. Da draußen die Lichter flackern, das ist normal. Der ist nicht am Rand. Ja, hier ist auch der Knochen. Mensch. Das sind die Lichter. Fluffy! Ich höre Fluffy mal wieder nicht. Okay, so. Ich bringe jetzt erstmal die Items alle hier runter. Und. Ja, ich kann, wenn ich schon hier bin, direkt mal checken, ob Verstecke frei ist. Ja, wie ist diese Schränke? Wilken, willst du dich um den Geist kümmern oder willst du den Highway machen? Wo ist der Geist überhaupt? Da willst du dich um den Geist kümmern oder willst du den Highway machen? Ich mach the way du hast. Okay, der Geist, der ist unten im Hospital Wing. Ja, okay. Interessiert mich eigentlich. Ich hoffe nur, dass der den Raum nicht wechselt. So, an der Tür war er ja schon dran. Und. So, das hier sind Beweis-Items. Brauchen wir das?
Parabol, wir brauchen Firelight. Okay. Okay, was brauchen wir denn sonst noch? Ich glaube, die Beweis-Items habe ich sonst alle schon runtergeworfen. Okay, den Rest kannst du alles für ein Ghost Table machen. Die Schränke waren verfügbar, sagtest du, ne? Okay. Bis jetzt hatte ich noch keinen Beweis gehabt. Ich sag dir dann nachher, wenn ich wieder oben bin, Bescheid. Ja. Wo ist der Dotzi? Ich schmeiß die mal hier so hin. Okay. Was nehmen wir denn als erstes mit? Nehmen wir die beiden zuerst mit. Ich hoffe, er baut einen anständigen Highway. Wir werden auch versuchen, so viele Curse zu, wie es möglich ist, zu benutzen. Oh, er hat das da runtergekickt, ne? Den besten Highway. Flicker die Flicker. Fings! Wir haben UV. Wir haben UV. Du hast eben irgendwas runtergeschmettert, Geist, aber ja. Okay, wir haben UV. Uff, ist schon mal da. Haben wir Freezing? Hm, ziemlich kalt. Na komm. Oh nein, das war meine Airball. Airball. Wo ist der Airball? Ich mach den Break auch an. Ach so, das war der Breaky. Ah, okay. Ja, der ist ja direkt am Eingang. Das ist ja nicht so. Easy peasy. Okay, bisher haben wir nur Freeze. Wir haben Fingis, UV, UV haben wir, Fingis, wir haben UV. Vielleicht hört das ja. Ha? Ich dachte, der hantet. Mann, weil der Lichtschalter nicht funktioniert hatte. Und weil ich die Schritte gehört habe. Ich versuche so wenig Lichter, wie es geht, hier anzumachen. Aber ein paar mussten ja an sein. Hat der Gast das Licht angemacht oder war ich das? Nee, das war ich. Ne? Oh, wo tun wir die denn jetzt am besten hin? Ich will die immer lieber in Richtung Türe haben. Ich hoffe, das geht so. Hast du, hast dein Firelight da unten, ne? Weil das ist eine Aufgabe. Ja, die steht hier. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? Ist mein Audio kaputt? Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Moment. Oh, hallo. Okay. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Oh, du hast aber lang gebraucht zum Antworten, mein Freund. Spirit Box, okay. Könnte noch ein Mimic sein. Weißt du was, ich komme runter. Obwohl, warte, ich glaube. Okay, EMF3. Aber wir kriegen keinen Freezing, wie es scheint. Oder doch? Oh, Dotsies! Okay, das sind die Beweise. Phantom! Ah, deshalb war er auf Wanderschaft. Schon wieder ein Phantom. Also schon wieder ein Stalker. Vorhin hatten wir einen Wraith. Lustig. Interessant. Brauchen wir das? Meine Güte, die machen auch manchmal einen Party. Falls der Geist... Geist schon. Ich komme hoch, ich komme hoch. Ich bin unterwegs, ich komme hoch, ich hab den Geist. Ich komme hoch. Bleib ruhig oben. Bleib ruhig oben. Ich hab den Geist schon. Kannst ruhig oben bleiben. Ich hab den Geist schon. Ich hab den Geist schon. Kannst oben bleiben. Ich sag das jetzt auch, weil er mich sonst nicht hört. Ich hab den Geist schon. Es ist ein Phantom. Ja, ich habe noch das Kruzi mitgebracht, damit er nicht auf uns handelt und das EMF hier. Wir können ein paar Füße sehen beim ja, ja, also wir haben Fingis, UV und Spirit Box. Der hat aber lang gebraucht, um zu antworten. Ich habe da eine halbe Stunde reingelabert. Besser eher nicht.
Also wie gesagt, du kannst hier jetzt das letzte Foto machen. Ich habe meine Sanity vorhin nochmal voll gemacht, weil ich lange in den Spiegel geguckt habe. Oh, hier ist nur ein Smudge. Der... Eigentlich tun wir doch immer zwei. Beim Versteck. Ja. Der Highway Master, der war ja wieder am Werk. Also, der hat eigentlich gedacht. Der ganz große Highway Master hier. Highway Master stellt hier auch Bewegungssensoren direkt nebeneinander, was auch sehr viel bringt. Ja, der Highway Master ist sehr high, weißt du. Hast du hier überhaupt Laternen entlang des Ghost Highways gestellt? Wo sind die Laternen? Ja, die müssen ja auch hin, weil die habe ich aufgegessen. Ich glaube, die. Ah, nee, die eine hat er schon ausgepustet, okay. Ja, geht. Er hat sie schon ausgepustet, dann passt. Okay. Das war alles Teil des Plans. Denk an Abstand, ich zünde dir an. Guck mal, die Kurzis drehen sich da. So. 3, 2, 1, Phantom! Und da ist er. Ah! Er ist abgehauen! Ja, ist ein Phantom! Ja, Phantom. Ja, ich hab's gemerkt. Pass auf, den siehst du jetzt gleich auch nicht. Guck mal. Guck mal, wie wenig du den siehst. Ich will nur seine Füße sehen. Guck mal, wie wenig du den siehst. Oh, Füße! Oh Gott. Wenn man ihn nicht sieht, ich smatte den lieber früher. Ihr habt ja gerade gesehen, ne? Ein Phantom sieht man kaum während des Hans. Und der kann auch zu euch klatschen, ne? Deswegen habe ich das Kurzi und das EMF hier hingepackt, weil das EMF sagt uns Bescheid, wenn der hier ist. Cool. Jetzt können wir noch ein paar Quest Possessions benutzen, noch ein Foto machen und dann passt. Ich hol mal kurz den Monkey Paw. Einfach nur so. Was machst du? Kurz den Monkey Paw holen. Guck mal da, ein UFO. The Monkey Paw. Ja, ich bereite mich schon mal vor für den Abend der Tarotin. Hey, ja, Moment, ich muss noch Sensoren hier rüberbringen, damit wir wissen, ob er zu uns kommt. Hast du noch was Salz da? Ja, das kann ich auch sagen. Ja, 4 Aufladungen. Du kannst ja eins hier in den Türrahmen tun. Ich tue die UV-Lampe daneben, dann kannst du es ja nachher fotografieren. So. Ja, das sind eh schon voll. Dann sehen wir es ja gleich. Geht dir nicht noch eins? Achso, du hast das letzte schon gemacht, okay. Der kann ja zu uns kommen, ne? Es ist ja ein Phantom. Ja. Wo ist denn das EMF hin? Okay, ich dachte, ich habe das EMF hier hingebracht. Oh, er kommt, hörst du? Da, guck, er ist hier. Oh, ich will doch nur mit meiner Tarotkarte die Runde anfangen. Ja, guck, der hat Waypoint auf mich hier gesetzt. Moment, wo ist das EMF? Ja, toll. Hä, bin ich blöd? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Siehst du es? Auf dem Smudge, den du gesmudged hast. Ja, bravo, mal wieder die Profis hier am Werk. Was auch? Oh, Hand! Komm her, Geist. Schau dir das an. Schau ihn dir an. Schau dir das Flackern an. Ich wollte euch auch mal zeigen, so konntet ihr lang genug das Flackern einmal anschauen von ihm. Weil diese Smudge-Sticks, die stunnen die Geister, ja, so konntet ihr in Ruhe mal das Flackern anschauen. So, jetzt können wir aber gleich auch sofort mit den Tarotkarten anfangen. Ich habe jetzt 2 Smudges verbannt. Wer weiß, vielleicht sieht er ja eine Sandkarte. Ich könnte den Geist auch einsperren. Aber dann sperre ich uns hier auch ein, das ist das Problem. Das müsste ich vielleicht... Oh, wo könnte ich das hier auf der Map machen, ohne eingesperrt zu werden? Ich weiß nicht, in der Kapelle wird man, glaube ich, eingesperrt, in diesem kleinen Flur da auch. Vielleicht der Courtyard-Flur, obwohl, da wird man auch eingesperrt, oder? Okay, dann zieh mal deine Kartis. Okay. Okay, dann fangen wir an. Die erste Karte ist The Hermit. Wir fangen schon sehr riskant an. Okay.
Dann haben wir ein Wheel of Fortune grün. Okay, okay, okay. The Wheel of Fortune. Okay, da haben wir noch ein Hermit. Diesmal ein Fool. Oh, das hat mich überrascht. Okay, und dann machen wir weiter. Oh, ein Devil. Oh, wie gruselig. Ja, der ist aber nicht hier. Okay, dann machen wir mal weiter. Der Airbolt bringt den Geist nicht rüber. Tower. Okay. Wertlos, die Moon, Fool, Yippie, das ist so interessant. Oh, ein Devil! Wo ist er hinter dir? Die steht hinter dir. Okay, oh Mist, ich würde mich langsam wegdrehen extra. Schade. Was auch immer, okay. Und dann haben wir noch eine Platz. Hallo! Dann haben wir noch eine. Oh. Smartwin am besten. Ne, hier ist doch ein Putzi. Und durch die Sensoren wissen wir ja, dass wir abhauen können. Ja, da guckt, der ist doch schon jetzt rausgegangen. Ja, dass wir. Oh, ja, okay. Willst du schon rausgehen? Ja, wir haben ja alles, oder? Wir könnten ihn einsperren, theoretisch. Ja, okay. Dann sperren wir jetzt ein. Ja, komm aber raus, sonst sperrst du dich mit ein. I wish the ghost was trapped. Tja, hörst du, der ist hinter uns eingesperrt worden. Der wird, glaube ich, da eingesperrt, wo er gerade ist. Ups. Man hat dann eine Minute Zeit, um rauszukommen, bevor er huntet. Okay, oh mein Gott, das arme Phantom, der ist so gerne wandern gegangen und dann sperre ich den einfach ein. Das ist auch schon gemein gewesen, ey. Ja, ey. Okay, dann. Hast du Phantom drin? Ab. Ja. Okay, dann Abfahrt. So. Das war ja lustig gewesen. So, das war jetzt das kleine Finale gewesen vom Stream. Und ein perfect game. I've got some jobs ready for you. So, meine Nase wieder was. So, Perfect Game mit dem Challenge Mode und der ist dreimal zu uns gekommen. Sehr interessant. Der ja, ist gut, dran. Dann. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.